Ja, wir spüren eine gewisse Enttäuschung. Weil das Gefühl hat, dass wir ein gutes Auswärtsspiel gemacht haben. In der Anfangsphase hat Paderborn Druck gemacht, hat auch Möglichkeiten, da sind wir noch nicht so nach vorne gekommen. Aber spätestens mit dem Tor haben wir noch mehr Selbstbewusstsein im Spielaufbau gehabt. Haben zum Ende der ersten Halbzeit auch sehr gute Ballbesitzphasen, irgendwie eine Kontrolle gefühlt im Spiel. Bin mit der ersten Halbzeit zufrieden. Und zwar klar, dass Paderborn natürlich in der zweiten Halbzeit mit Macht rauskommt. Und, diese Phase, diese ersten 15 Minuten in der zweiten Halbzeit haben wir leider nicht überstehen können. Da kam es immer wieder zu Möglichkeiten nach Verlagerungen, dass der Paderborn sehr stark gespielt. Und dann liegen wir leider zurück 2-1. Kurz vorher, bevor überhaupt das 1-1 fällt, haben wir schon die Chance zum 2-0, die beim Detail ist völlig alleine. Eigentlich ein Ding, was er als richtiger Mittelstürmer nochmal macht. Dann sieht es natürlich anders aus, wenn du hier das 2-0 machst. Und auch in der Endphase haben wir immer wieder versucht, aufs Tor zu spielen, haben die aufgegeben, haben bis zum Schluss alles versucht, haben nochmal eine dicke Chance von John, der in einer ähnlichen Position auch eigentlich ein Ding, was er kann, auch wieder drüber haut. Natürlich haben wir dann auch Chancen gegen uns gehabt in den Kontern, wir waren natürlich dann offen und haben natürlich auch eine Situation, wo wir durchaus das 3-1 kassieren können. Aber wir haben gekämpft, wir haben gut gespielt und meiner Meinung nach wäre ein Punkt möglich gewesen mit einer besseren Chancenverwertung. Kannst du zwar nur in Führung gehen oder am Ende ausgleichen. Deswegen bin ich mit der Mannschaftsleistung zufrieden, aber natürlich mit dem Ergebnis nicht. Und das müssen wir uns vorwerfen lassen, dass wir solche Chancen, das ist Nürnberg im Endeffekt auch ein so Ding von Ivan, so 5 Meter vom Tor, mit links drüber, dass wir lernen, dass wir auch so ein gutes Spiel mindestens einen Punkt bekommen. Ja, dass Paderborn noch gut war und dass wir gespielt haben, das akzeptieren wir auch mal entgegen so passieren. Aber wir müssen lernen, dann aus so guten Phasen, die wir haben und Chancen, die wir haben, einfach auch das zweite Tor zu machen oder das Spiel auszugleichen. Und dann fahren wir zufrieden nach Hause. Heute sind wir leider nicht zufrieden. Natürlich Glückwunsch an euch, Lukas, hat ein gutes Spiel gemacht. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Markus, für die Glückwünsche. Genauso habe ich es auch gesehen. Es gibt natürlich Momente im Spiel, die Spiele entscheiden. Und sicherlich lag da das 2-0 von dem 1-1 auf dem Schlappen von Pretari. Sind wir sicherlich im Spiel geblieben. Und dennoch glaube ich, dass wir unterm Strich eben durch dieses Quäntchen, mutiger, vielleicht ein Ticken besser waren, aber oder eben auch glücklicher. Ich glaube, dass wir aktuell sehr, sehr viel, sehr, sehr hart arbeiten müssen, um Spieler zu gewinnen. Und ich glaube, symbolisch dafür steht eben dieses 2-1. Am Ende ist es ein abgefälschter Schuss, der dann über den Keeper geht. Ich glaube, diese Szene sagt alles aus, ein genialer Pass. Aber in der Verwertung sind wir da aktuell nicht ganz so sauber. Ich fand, dass wir die ersten 20, 25 Minuten wieder unheimlich gut gespielt haben. Und dann fällt es 0-1. Und man merkt, dass eine Verunsicherung in der Mannschaft dann vorhanden war. Woher soll denn die Sicherheit auch kommen? Ganz viele Jungs nach wie vor, ich bleibe dabei, die kommen aus der Regionalliga, aus der dritten Liga. Und Mattes Hansen, was der heute gespielt hat, das ist unfassbar gewesen auf der 6. Und deswegen brauchen wir einfach uns. Und deswegen habe ich auch heute das erste Mal, seitdem ich glaube, alle Jungs in die Kabine beordert habe, weil ich gemerkt habe, die Stimmung kippt hier. Weil es 0-1 gegen Wien Wiesbaden steht, eine Mannschaft, die im 11 gegen 11 noch nicht ein einziges Mal 2 Gegentore gefangen hat. Das ist eine sehr, sehr stabile Mannschaft mit unfassbar guten Umschaltspielern. Die haben die Punkte gegen Hertha und Schalke nicht geglaubt, sondern die haben sie sich erarbeitet, erspielt, erkämpft. Und deswegen ist es ganz, ganz schwer. Und dann habe ich den Jungs gesagt, Männer, wir haben uns, wir brauchen uns alle gegenseitig. Und diese Energie haben wir in der zweiten Halbzeit auf dem Platz, glaube ich, auch gebracht, haben vorwärts gespielt, ein bisschen All-In gegangen und wie gesagt, auch Glück gehabt, dass das 2-0 nicht gefallen ist. Aber mit dem 1-1 und 2-1 haben wir dann aber auf einmal wieder was zu verlieren und auch das macht etwas mit einer Mannschaft. Ich glaube aber, das Wichtigste ist einfach, den Jungs und bei allem Respekt, auch dem Trainerteam, den ganzen Verantwortlichen auch zu vertrauen, die
wissen, glaube ich, schon auch, was wir machen. Haben in den letzten zwei Jahren das immer wieder unter Beweis gestellt, haben jetzt einen Umbruch und wichtig ist einfach ruhig zu bleiben, einfach weiter an sich zu arbeiten, zu glauben und sich von irgendwelchen hehren Zielen ein wenig zu verabschieden, sondern das einzige Ziel, auch nächste Woche, ist wieder eine bestmögliche Leistung auf den Platz zu bringen, alles zu geben, sich aufzuopfern. Um da einfach vielleicht auch ein Exempel zu nennen, Felix Platte in der Aktion, so 12., 15. Minute, spielt weiter, bis er dann nicht mehr konnte. Jetzt offensichtlich mit einer Gehirnerschütterung dann auch, sagen wir mal, zur Untersuchung weitergefahren. Und das zeigt, was die Jungs eben gewillt sind zu leisten. Wir haben heute knapp 124 Kilometer abgespult und sind sicherlich nicht dafür bekannt, die laufstärkste Mannschaft zu sein. Also die Jungs geben alles und dieser Sieg tut uns allen gut, definitiv. Und trotzdem geht es natürlich nächste Woche in Magdeburg weiter. Wird genauso, mindestens genauso hart und dann hoffen wir dennoch nachlegen zu können. Wir in Wiesbaden und Markus natürlich weiterhin alles Gute. Ich bin überzeugt davon, dass ihr weiterhin den Gegner stressen werdet und immer jederzeit Punkte mitnehmen könnt. Vielen Dank. Also.